So, das war die eine rote Tür. Wieso wohnt der Maulwurf eigentlich hier in so einem komischen, skurrilen Haus? Das ist alles sehr merkwürdig hier. Und da hinten, ach, da geht's auch noch weiter. Und ich wollte schon abdampfen ursprünglich. Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich, aber langweilig. Okay, na gut, das hat man schon mal. Probieren wir nochmal die grüne Tür. Und beim Wollknäuel müssen wir eine Ringlein finden. Aber wie finden wir einen Ring in dem größten Wollknäuel der Welt? Das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen. Was mich auf eine Idee bringt mit der Nadel im Heuhaufen. Wo wir schon bei Magneten sind. Naja, mal gucken. Egal, später, jetzt erstmal hier rumprobieren. Wir brauchen grün. Dann machen wir rot erstmal aus und machen wir blau und gelb und dann haben wir grün. So. Und dann komische Rätsel sind das hier. Boah, ekelhafte Farbe. Ganz merkwürdige Rätsel. Soweit habe ich Sam & Max übrigens noch nie gespielt. Ist gerade quasi... Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Und bin fasziniert und erschrocken zugleich. Na los, jetzt geh doch mal da hinten hin. Da ist so die Tür, komm. Das dauert immer, wenn er so klein ist, dann dauert das so lange. Ah. Bitte sagt mir nicht, dass da nichts drin ist. Dann hau ich hier jemanden. Dieses ewige Hin- und Her-Gelatsche. Na komm schon. Es ist ein Wald aus Schuhbäumen. Ich habe Angst, Sam. Lass uns abhauen. Ein Wald aus Schuhbäumen? Alter, ich glaube, dem Programmierer trete ich in den Arsch. X! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Runtergeben. Was auch immer. Mini-Vortex? Ich... Alter, wie skurril ist das denn? Wozu ist das gut? Diese spezielle Zelle ist gefüllt mit den magischen, mystischen Mysterien des Universums. Sag das dreimal schnell hintereinander. Ach so, ich dachte, jetzt sagt ihr das dreimal hintereinander und wart ihr die ganze Zeit. Bert wird vermisst, sieht aber aus wie ein Tentakel oder sowas. Können wir leider nicht angucken. Hier gibt's Geschenke. Museumsgeschenke-Boutique. Und da sind noch mehr Haare. Wir haben noch mehr Yeti-Haare gefunden. Jetzt haben wir drei verschiedene Haarfarben, wie es aussieht. Es ist noch ein bisschen Yeti-Haar. Meine Hasensinne sagen mir, dass das nicht Brunos Haar ist. Oder dass ich verliebt bin. Wieso verliebt? Raff ich nicht. Naja. Okay, was haben wir denn hier? Yeti. Ah ja. Und auch hier ist der Bart geschmolzen. Komm, wir quatschen mal mit der... Nee, wir gucken erstmal die alte an. Sieht aus, als ob ihr das ganze Blut schon vor Jahren zu Kopf gestiegen wäre. Mit wem redet die da eigentlich? Guten Tag. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Ich fühle mich, als ob mein Sinn für die Realität gerade explodiert ist. Versuch, weniger Cholesterin zu dir zu nehmen. Fühlst du dich mental auch so unstabil wie ich? Sogar noch mehr. Das verschwindet in ein paar Minuten. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Wirbelsäulen dehnen? Cool. Wieso hat hier eigentlich jede Sau einen Yeti im Eisblock? Ich hätte ja auch gern einen fürs Büro. Die waren aber ausverkauft. Scheiße. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm speiübel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr.
Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das Gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Schneekugelplöppel ist bestimmt ein wissenschaftlicher Begriff dafür. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Natürlich ist es das. Können wir das Ding hier benutzen, mal spaßeshalber? Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein. Oh oh. Tolle Idee. Sieht gesund aus. Ja, nett. Mehr wüsste ich da jetzt auch nicht. Sonst können wir hier auch wieder nichts machen. Boah, es gibt ja so viele Orte und so wenig zu tun. Hallo, durch die Tür bitte. Okay, wir müssen also später wieder zu dem Maulwurf. Wir müssen aber erstmal den Ring im Wollknäuel finden. Wie auch immer wir das tun sollen, ist mir ein Rätsel. Aber ist hier ja sowieso alles. Boah, bloß weg hier. Weg! Jetzt geh! Hallo? Die Musik macht mich echt bräsig gerade. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich sag 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 Gott. Gott sei Dank, ich sag Gott sei Dank. Was ist hier eigentlich? Auf die Plätze! Was? Was? Wie? Fertig? Los? Was? Was? Was mach ich denn? Was tue ich hier gerade? Ach, ich muss Schilder zerdeppern. Hilfe, ich bin schlecht darin. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Max überlebte Stufe 1. Wir sind Level 2. Max erhält 4 Bonussekunden für die nächste Stufe. Ach du Scheiße, auf die Plätze. Fertig. Los. Boah, ich bin so schlecht darin. Ich habe das Gefühl, ich springe durch alle Schilder durch. Scheiße, Max überlebte Stufe 2. Ah, 10 Bonussekunden für die nächste Stufe, aber es ist wenig, glaube ich. Auf die Plätze. Fertig. Los. Schilder zu deppern. Woo! Ich springe jetzt aber die ganze Zeit. Irgendwas wird schon passieren. Na los, jetzt trifft er mein Schild. Max überlebte Stufe 3. 7 Bonussekunden für die nächste Stufe. Wie weit geht das noch? Ich will das nicht. Fertig, los! Allein dieses Minigame ist besser als diese ganzen Simulatoren-Spiele. Yeah! Sowas würde man heute bei Steam als Indie-Game verkaufen. Max überlebte Stufe 4. 6 Bonussekunden für die nächste Stufe. Oh, das ist einfach. Ach so, ich darf nicht die Schilder berühren. Fällt mir gerade auf. Oh. Oh, scheiße.
Okay, na gut, schade. Ich dachte, wir müssen die Schilder zerdeppern. Verdammt, ich dachte, der Max ist gewalttätig. Stattdessen müssen wir die Schilder umgehen. Das ist ja doof. Tja, wir sind zurück. Wir sind zurück. Meine Damen und Herren, wir sind zurück beim weltgrößten Wollknäuel. Bitte halten Sie sich fest für einen Moment der Aufregung. So. Leg einen Zahn zu, Max. Und wir müssen irgendwie einen winzigen Ring in diesem ganzen Wollknäuel finden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es sei denn, wir rollen das ganze Scheißding einmal quer ab. Hier war doch dieser eine Schnur, fällt mir gerade ein, ne? Apropos abrollen. Welches war denn die Schnur? Wie kommen wir überhaupt da hinten hin? Das ist das lose Ende des Wollknäuels. Das ist das lose Ende. Kommen wir denn da vielleicht mit der... Das ist eine kaputte Golfballzange mit einer Schnauze. Kommen wir da mit dem Ding hin? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Mist, ich dachte, wir können da vielleicht mal irgendwie was machen. Und ich wüsste auch mal gerne, wie wir nach draußen kommen zu dem Typen, ne? Zu diesem Verkäufer. Ach, und die ist ja auch noch kaputt. Kann der Typ die vielleicht heile machen? Könntest du mir das hier verbiegen? Bist du verrückt? Das kann ich nicht verbiegen. Warum denn nicht? Der kann also nur verbiegen, der kann sonst nichts machen. Vielleicht die Pfeile? Eine Pfeile. Ja, die verbiegen meine ich. Nicht analysieren, was es ist. Ach, wir haben noch eine Menge Golfbälle dabei, sehe ich gerade. Könntest du mir das hier verbiegen? Bist du verrückt? Das kann ich nicht verbiegen. Aber es handelt sich um eine Pfeile. Die könntest du verbiegen, wenn du es wolltest. Ich glaube fast, du kannst gar nichts verbiegen und du bist einfach nur ein Stüper. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Da wollte ich nicht rein. Meerestiere. Gut, frischer Fisch und Meerestiere ist ja... Kommen wir hier nicht nach draußen zu dem Typen, der hier irgendwie sein Dingens hat? Nee, ne? Da kommen wir nicht lang. Wie kommen wir denn zu diesem Chefkoch? Und damit können wir auch nichts machen, ne? Da können wir nur ein bisschen in der Gegend rumgucken, da passiert sonst aber gar nichts. Ja, wie kam ich nochmal raus? Hilfe. Escape? Nee. Hilfe. Spiel? Ich habe vergessen, wie ich hier rauskam. Ich kann hier nur benutzen, wie es aussieht. Hallo? Das könnte der Froschfelsen sein, aber es ist alles so mickrig. Bitte, der was? Der Froschfelsen? Das könnte der Froschfelsen sein, aber es ist alles so mickrig. Haben wir alles so mickrig? Haben wir vielleicht noch irgendwie... Nee, haben wir nicht. Ein Fernglas oder sowas zum Draufsetzen haben wir nicht. Es sei denn, wir können... Aber das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Aus irgendeinem Grund das Ding da draufsetzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Natürlich kann man das nicht. Natürlich kann man das nicht. Ich versuch's schon gar... Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Alter, stell dich doch einfach rein, du dumme Töle. Mann.